Hallo ihr Lieben. Die Landwirtschaft befindet sich im Transformationsprozess. Um diesen erfolgreich zu bewerkstelligen, müssen alle Marktteilnehmer in der Kette, Politik, Lebensmitteleinzelhandel, Landwirtschaft, Schlacht- und Verarbeitungsbetriebe an der Umstellung mitwirken. Letztendlich benötigen die Landwirte für den Umbau ihrer Ställe Planungssicherheit und Finanzierungszusagen. Nur so können die Bestrebungen aller ernsthaft verfolgt werden. Heute sprechen wir mit dem Erzeugerring Westfalen über die Zukunft der Landwirtschaft. Seid gespannt! Hallo Rainer. Hi Franzi. Ja, schön, dass du dir heute Zeit für uns nimmst. Ja, gerne. Ich begrüße dich hier auf dem Betrieb in Rüthen. Du weißt, wir als Erzeugerring entwickeln Konzepte in der Landwirtschaft. Dies mit unseren Kunden gemeinsam und das schon über 60 Jahre. Wir haben quasi die Tierhaltung in den Betrieben aus den Kinderschuhen begleitet bis hin zu dem, wie wir sie jetzt heute haben. Ja. Soll ich dir den Betrieb mal zeigen? Ja, gerne. Ja, Rainer, als Erzeugerringberater und durch deine eigenen Erfahrungen als Landwirt, weißt du, welche Hürden bei der Umstellung auf die höheren Haltungsformen bestehen? Welche Erfahrungen hast du genau gemacht? Ja, erste Betriebe haben sich bei uns auf den Weg gemacht und in höhere Haltungsstufen investiert. Es ist auch Interesse bei weiteren Betrieben da. Die stehen aber vor politischen Hürden, die auch irgendwie überschritten werden müssen. Ja, jetzt hat sich der Lebensmitteleinzelhandel dazu bekannt, vermehrt Schweinefleisch aus der höheren Haltungsstufe anbieten zu wollen. Ja, was bedeutet das für dich und deine Investition? Ja, das ist relativ einfach. Planbarkeit, genügend Zeit und ausreichend Vergütung, um mit dem Mehraufwand dann noch wirtschaftlich und rentabel arbeiten zu können. Ja, verstehe ich. Wie sieht es jetzt bei euren Betrieben aus? Wie planen die höheren Haltungsformen umzusetzen? Gibt es gar nicht so eine ganz klare Antwort drauf. Also wir haben da verschiedenste Lösungen. Wir sind hier auf dem Betrieb, gewachsene Strukturen. Ja. Der hat sich bereits vor etwas länger auf den Weg gemacht und in eine höhere Haltungsstufe investiert, ein Strohwohlprogramm, wo jetzt aber die Bedingungen nicht mehr auf die aktuellen Standards passen und wir die eigentlich nicht mehr produziert kriegen. Daher fordere ich eigentlich, dass wir für unsere vorhandenen Strukturen auch durchführbare Konzepte bekommen müssen. Zum einen und zum anderen müssen die dann auch noch genehmigbar sein. Ja, verstehe ich. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke, tschüss. Tschüss. Wie ihr seht, haben sich viele Landwirte bereits auf den Weg gemacht und in Tierwohl investiert. Umso wichtiger ist es, dass die Politik endlich verlässliche Rahmenbedingungen festlegt. Wie wir uns in Berlin dafür einsetzen, seht ihr im nächsten Video.